willkommen zurück zu Marvin der ganzen Weihnacht! Auf Grabfeste! Yay, Kiesel! Lass mich. Ich komme nicht an Kiesel vorbei! Du hast gewonnen, Kleiner! Wieso schleichen wir eigentlich? Wir gehen wie ganz normale Menschen! Ja! Ja! Karte. Göttergriff, da will ich nicht hin. Königspalast, da will ich hin. Wir sagen erstmal den Typen Bescheid, dass hier. Ne? Handzettel. Und dass Heles Leute vergiftet haben soll, bla bla. Irgendwann. Irgendwann. Ja, Kiesel. Irgendwann. Ist deine Zeit gekommen? Die böse wird. Empfangsbereich. Yay, yeah, ich kenne mich mittlerweile super aus. Eigentlich nicht, das war geraten. Gut, du bist mitgekommen. Kiesel. Grabfeste. Ja. Schön für euch. Stadt des Lichts. Auch deswegen habe ich solche Lichtbugs. Kiesel. Da kommt er die Treppe hochgeschlichen. Da kommt er die Treppe hochgeschlichen. Und die Wache ist zu fett. Aus dem Weg. Kiesel möchte da durch. Da gibt es keine Physik-Engine, womit du die NPCs wegschieben kannst. Ja, leider. Aber Kiesel hat sie auch so geschafft. Natürlich habe ich das schon irgendwie. Ich kann nur Chip nicht im Stich lassen. Sie braucht mich. Ohne mich ist sie hilflos ausgeschmissen und sonst irgendwas. Ja. Die Neuen und das Kaiserreich. Ah. Ich stelle mir Kiesel gerade so als Navi aus. Und ich noch Zelda vor. Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! Ja. Die Neuen und das Kaiserreich. Schön für die Neuen. Ja, ich habe Gerüchte gehört. Also Handzettel und bla bla bla. Aha, laut eines Schmierblattes namens das gesprochene Wort hat König Heles vier Leute im Osten vergiftet. Also hat er vielleicht auch Athen Lethan vergiftet. Sehr interessant. Ich hätte gerne eine Abschrift von das gesprochene Wort, wenn ihr mir eines bringen könntet. Danke für eure bisherige Hilfe. Da wäre noch was. Es mangelt unseren Informationsquellen in einem Alexias Tempel. Könntet ihr mir helfen, einen Tempelinformanten zu finden? Erstmal hole ich für dich dieses, ne? Den Handzettel, das gesprochene Wort. Los, Kiesel! Let's Side Quest! Ein bisschen 500 Folgen. Nö, wir machen nur eine Side Quest. Grabfeste, Stadt des Lichts. Wir könnten noch eine machen, aber dafür müsste ich in die Abwasserkanäle. Und ich habe bisher keinen Grund, um da reinzugehen. Ich könnte ja sagen, da ich mich noch nicht so gut hier in Grabfeste auskenne, dass ich mich einfach verlaufe, so aus Versehen, und dann plötzlich bin ich in den Abwasserkanälen. Das kann ich nicht bringen, oder Kiesel? Natürlich kann ich das nicht bringen. Kein Schwein würde dir sowas abkaufen. Ich möchte auch nichts an Schweine verkaufen. Tempelhof. Gehen wir hier lang. Ja, schöne Wasser. Ich sollte mit Kiesel lieber vom Wasser fernbleiben. Auch Kiesel! Mitkommen! Ja, wenn er nicht nah genug bei uns steht, wenn wir die Zelle wechseln, dann kommt er leider nicht mit.
Aber es kann man sich bei einigen Dingen zunutze machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in ganz gefährliche Orte gehen. Herr Kiesel. Weißt du, wenn ich ohne mich zu gefährlichen Orten gehe, das kannst du nicht machen. Ich muss dich doch beschützen. Wer ist hier Level 49? Ich mupf mal hier nicht so auf, Chicken. Ist aufmupfen überhaupt ein richtiges Wort? Erstmal googeln. Aufmumpfen. Schreibt man das so? Keine Ahnung. Das gesprochene Wort. Aufmampfen gibt es. Soll ich das lesen? Sieht schon eigentlich recht lang. Ach komm, machen wir einfach mal. Ich habe ja 100.000 Folgen Zeit, ne? Dieser Handzettel ist ein Rundbrief, der auf billigem Papier vervielfältigt wurde. Er beschreibt die sensationellen Ereignisse in dieser Stadt Gramfeste. In einem der Artikel ist eine Liste mit Namen der Personen aufgeführt, die unter mysteriösen Umständen starben, als ihre Interessen mit denen eines ehemaligen Prinzen des Westens in Konflikt gerieten. Die Formulierung bezieht sich eindeutig auf König Heles, König von Morrowind, ehemals Prinz Heles von Wegesruh in der Provinz Hochfels. Das gesprochene Wort. Einem Dichter steht nach nichts Höherem der Sinn, als die Wahrheit über das Wesen des menschlichen Daseins zu berichten. Zitat von Fürst Vivek. Mysterien des Westens. Ich habe eine kleine List, wen man niemals vermisst. An der Spitze dieser Liste stehen drei Namen. Anna Ankajit, Martyrius Aruntius, Mann des Kaiservolks, Jusole Asciele, Bretone. Was haben diese drei Namen gemein? Alle drei Männer bereiteten einem edlen Prinzen des Westens namens Heles irgendwann Ungemach. Anna war ein Agent im Dienste der östlichen Ebenerz, same thing. Bauen wir die Stadt Ebenerz in Ebenerz um. Das wäre viel Materialverbrauch an Ebenerz. Es gab unglücklicherweise einen kleinen Skandal bezüglich irregulärer Verträge, die Heles Dank dafür angeboten wurden, dass er für die Wiederbeschaffung von Ebenerz-Importzöllen seinen Einfluss bei der kaiserlichen Zensus- und Steuerkonvention geltend machte. Prinz Heles hatte Glück, der Skandal zog an ihm vorbei, als sich niemand fand, der aussagen wollte. War es aber auch ein Zufall, dass sich Annas Gesundheitszustand kurz bevor er von dem kaiserlichen Magistrat aussagen sollte, rapide verschlechterte? Momentan klingt das nicht nach einem Zufall. Aber mal schauen. Den kaiserlichen Leichenbeschauern zufolge starb er eines natürlichen Todes. Sein Tod kam vielleicht sehr gelegen, aber auf natürliche Weise. Martyrus Aruntius war ein Ratsherr der Stadt Wegesruh. Prinz Relas Liebschaft mit der verheirateten Tochter des Ratsherrn hätte für den Prinzen mehr als peinlich werden können. Insbesondere als Martyrius Aruntius am Gericht von Wegesruh einen Prozess wegen schweren Ehebruchs gegen ihn anstrebte. Viele wunderten sich darüber, dass Martyrius Aruntius so plötzlich krank wurde und ausgerechnet am Vorabend des Prozesses an Erschöpfung verstarb.
Der Fall wurde ausgerichtlich geklärt und alle Angeklagten wurden alle Anklagen wurden fallen gelassen. Kaiserliche Leichenbeschauer kam zum Schluss, dass Martirius Aruntius, ich spreche den immer anders aus irgendwie, eines natürlichen Todes gestorben sei. Sein Tod kam zugegebenermaßen sehr gelegen, aber auf natürliche Weise. Giusol Ascil war der diplomatische Attach von Hochfels in Wegesho. Man sagte Giusol Ascil nach, dass er ein Agent sei. Man traf ihn oft bei Gericht, wo er sich insbesondere für die Geschicke von Königin Berenzia und ihrer Familie interessierte. Geschicke? Nicht Geschichte? Naja, egal. Man sagt, dass Wegesru im Hochsommer ein schrecklich ungemütlicher Ort sein kann. So 42 Grad im Schatten. Vielleicht war die Konstitution des Bretonen ja von der erbarmungslosen Hitze und den pestbringenden Schwärmen der südlichen Iliak geschwächt. Giusol Ascil erkrankte eines Abends plötzlich und schon 3 Tage später war er tot. Wieder einmal diagnostizierten die kaiserlichen Leichenbeschauer einen natürlichen Tod. Sein Tod kam zugegebenermaßen sehr gelegen, gewiss, aber auf natürliche Weise. Und dies, so schreibt das gesprochene Wort, bedeutungsvoll sind nur die ersten Namen auf der Liste. Manche haben schon hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass Prinz Hele vermutlich der erfahrenste und geschickteste Giftmischer des Westens sei. Aber das gesprochene Wort hat nie auch nur einen Beweis gesehen, der diese Behauptung stützen würde. Zugegeben. Gerade das Fehlen dieser Beweise könnte man als Bestätigung des Titels erfahrenster und geschicktester Giftmischer sehen. Des Weiteren möchte das gesprochene Wort ausdrücklich darauf hinweisen, dass es König Heles nicht für einen Giftmischer hält. Es liegt uns außerdem fern, das plötzliche Ableben von König Athyn Lethan auf einen Giftmord und nicht auf einen natürlichen Tod zurückzuführen. Das gesprochene Wort hat nie auch nur einen Beweis gesehen, der diese Behauptung stützen würde. Und die kaiserlichen Leichenbeschauer haben schließlich festgestellt, dass Arsin Lethan des natürlichen Todes starb. Aber es ist schon alles ziemlich sonderbar, was hier passiert ist. Ne, Kiesel? Kamst du jetzt von da runtergesprungen? Du hättest in deinen Tod springen können, Giesel. Du musst vorsichtiger sein, mein Kleiner. Na komm, was macht ihr denn hier so? Jodua, ich frage mich, wann die Vorstellung beginnt. Ja, dann fax ich auch, weil die Vorstellung beginnt. Mögen alle nur Gutes über euch sagen. Du auch. Sarah. Was für eine Vorstellung wird denn hier vorgestellt? Gurene Silvilo. Ich grüße euch, Dunkelelf. Ihr wollt wahrscheinlich hinter der Bühne mit Merin sprechen. Er hat die Leitung unserer kleinen Truppe hier inne. Eine Theatergruppe? Kiesel! Hey, vielleicht können wir Schauspieler werden und reich und berühmt. Moment. Reich sind wir schon. Berühmt? Sind wir auch schon. Egal. Es ist nie leicht, nicht wahr? Ja, wenn du meinst. Virilo Tralas. Was hast du denn so zu sagen? Also, dass ich mir erstmal einen Schluck meines Tränkes genehmige. Immer dieses Sprechen vorlesen, das raubt meiner Kehle, ne? Naja, ist doch egal.
Seid gegrüßt, Dunkelelf. Ich bin Merin Otralas, Gründer der Schauspieltruppe von Gramfest. Ich bin sicher, ihr seid gekommen, um unsere Aufführung von Das Grauen auf Burg Xyr zu sehen.